Player aktiv. Ja, ich komme aus Rot an der Rot, so wie auch manche Wasserkraftler. Ich bin in Rot geboren und als ich jung war, war mir eigentlich schnell klar, dass ich da nicht alt werden will. Und fand ich das Leben doch ein bisschen sehr eng und etwas boshaft habe ich dann später mal gesagt, Rot sei wie ein katholisches Nordkorea. Das kam nicht bei allen gut an. Ich muss aber sagen, dass zwei Sachen. Einmal ist das Rot meiner Jugend nicht mehr das, was es heute ist. Es ist viel offener, freier geworden. Aber auch ich habe mich verändert. Und als ich jung war, dachte ich, das ist alles so eng, jeder redet über jeden, man kann nichts tun, ohne dass es kommentiert wird. Und nach Jahrzehnten, wo ich in vielen verschiedenen Ländern und großen Städten gelebt habe, habe ich die Anteilnahme, die man erfährt, auch anders wahrgenommen. Und wenn man in London lebt, da redet niemand über einen, da kennt einen halt niemand. Und den Kontrast zu erleben, wie das ist, wenn es keine Nachbarschaft gibt, wenn es niemand gibt, der sich über einen den Mund zerreißt, dann schätzt man plötzlich, wie das ist, mit einem gemeinnützig zu sein. Seit 6 Jahren lebe ich wieder in Rot und mit viel Freude und genieße das sehr. Ich bin immer noch viel in der Welt unterwegs, aber es ist gut, einen Ort zu haben, zu dem man zurückkommen kann und wo auch das Herz schlägt. Ich sollte noch sagen, auch wenn ich lange bei Greenpeace war, ich spreche hier nicht für Greenpeace, auch wenn, soweit ich weiß, Greenpeace durchaus der kleinen Wasserkraft sehr positiv gegenübersteht und ich tue das auch. Worüber ich heute ein bisschen reden möchte, ist eher die große Politik, die große Klimapolitik, aber am Schluss den Bogen auch ziehen zur Wasserkraft. Man sieht nur nicht sehr viel. Ich glaube, Sie können es auch nicht so recht sehen. Was man auf dieser Folie eigentlich nur sieht, ist, dass je länger wir warten, um das zu tun, was nötig ist, um den Klimawandel in erträglichen Grenzen zu halten, umso schwerer wird es. Bei vielen Problemen ist es so, dass es schlecht ist, wenn man nicht schnell handelt. Aber es ist auch nicht so schlimm. Das Dumme beim Klimawandel ist, je länger man wartet, umso mehr CO2 und andere Treibhausgase sammeln sich an. Und umso schneller muss man dann reduzieren. Und die Reduktion, die man eigentlich braucht, also Reduktion der Treibhausgase im Jahr 2050 oder ein bisschen später auf Null herunterzubringen, ist eine dramatische Herausforderung. Warum ist es so? Wir sind insgesamt auf der Welt, wir sind besser geworden. Wir nutzen Energie viel besser, als wir das vor 10, vor 20 oder vor 50 Jahren gemacht haben. Aber es gibt zwei Elemente, die dem entgegenwirken. Das eine ist der Bevölkerungswachstum. Wir sind halt sehr viel mehr Menschen auf der Welt, als wir vor 100 Jahren waren. Und das andere ist das Wirtschaftswachstum. Die Weltwirtschaft hat sich seit 1990, in 15 Jahren seit 1990, verdoppelt. Heute ist schon mehr als doppelt so groß. Das kann man sich vorstellen, eine Wirtschaft, die in so kurzem Zeitraum praktisch explodiert fast. Welche ökologischen Herausforderungen das bedeutet. Und die Kombination von Bevölkerungswachstum, von Wirtschaftswachstum und hinter Wirtschaftswachstum steht natürlich auch Wohlstandswachstum. Mit der größeren Effizienz hat leider nicht ausgereicht. Insgesamt steigen leider die Treibhausemissionen immer noch. Wir hatten so 2015, 2016, sah es so aus, als ob sie ihren Höhepunkt erreicht hätten. Aber in den letzten 2 Jahren sind sie wieder etwas gestiegen. Die internationale Gemeinschaft hat sich mit diesem Thema intensiv seit
ungefähr in Mitte der 80er Jahre beschäftigt. Es gab das Kyoto-Protokoll, es gibt die jährlichen Klimaverhandlungen. Und wenn man das nur aus der Ferne sieht, dann denkt man, das ist ja ein ganz großer Zirkus. Und warum treffen sich da Tausende von Leuten? Aber wenn Sie es mal mit einiger Distanz sehen, es geht um ein weltumspannendes Problem. Es müssen alle Länder daran beteiligt sein. Es geht darum, um große Industrien, es geht um arme Länder, es geht um reiche Länder, jeder hat eigene Interessen und die passen halt nicht immer zusammen. Und dann ist es halt schwierig, sich zu einigen, so wie es in der Politik generell schwierig ist, sich zu einigen. Und ich sehe immer mit zunehmendem Bedenken, wie viel Kritik an Politik geäußert wird. Ich denke, wenn man sich mal hineinversetzt, dann versteht man eigentlich, dass es die Politik ja auch nicht einfach hat. Heute Morgen haben einige Redner gesagt, warum passiert da nicht schneller was? Etwa bei der Wasserkraft, wo es viele Hindernisse gibt. Wenn Sie das von der Perspektive eines Politikers sehen, auch eines Ministerpräsidenten oder einer Bundeskanzlerin, sobald die dort irgendwas machen, und das ist heute Morgen auch erwähnt werden, stehen die anderen auf und brüllen, du verrätst uns, kommen die Naturschützer. Und ich glaube, keiner von uns, wenn wir in solchen Positionen wären, hätte da eine Ideallösung dazu. Das ist leider das manchmal langweilige und schwierige Geschäft der Politik, Interessen auszugleichen. Was ist die Alternative in der Demokratie? Was wären die Alternativen? Die Alternativen ist eine Demokratie, dann darf man den Mund nicht mehr aufmachen und wird ins Gefängnis geschickt. Und ich glaube nicht, dass das besser für uns wäre. Ich glaube noch nicht mal, dass die Diktatur. Die Diktatur, die sagen würde, Vogelschutz geht über alles, Fische geht über alles, würde sie zu Recht empören. Und die Diktatur, die sagen würde, wir bauen überall Wasserkraftwerke, weil wir die Energiewende brauchen, würde die Vogelschützer empören. Es muss ein Ausgleich geschaffen werden und die Demokratie ist immer noch das beste Mittel, um das zu tun. Wenn man keine Diktatur will oder keine Anarchie, wo wir uns gegenseitig den Köpfe anschlagen, weil wir anderer Meinung sind. Und ich glaube, das Pariser Klimaabkommen, das vor 2015 abgeschlossen ist, ist ein Beispiel, wo die große Politik mal sehr gut reagiert hat. Es war eigentlich erstaunlich, dass es da zu einem guten Ergebnis gekommen ist. Denn da treffen sich über 200 Länder und die haben ja eine schwierige Aufgabe. Die müssen einstimmig entscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 100 schwedische und badische Unternehmer in der Lage wären, einstimmige Beschlüsse zu machen. Wenn Sie sich das mal überlegen, wo stimmen Sie zu 100% mit allen anderen ein? Und diese Schwierigkeit hat sich auch bei diesen Klimaverhandlungen aufgetan. Und wenn man das Schlussdokument anschaut, dann gibt es da ein paar ganz lustige Geschichten. Da gibt es einen ganzen Paragraphen, da geht es um den Kohlenstoffhandel. In dem ganzen Paragraphen kommt das Wort Kohlenstoffhandel nicht vor. Dann fragt man sich, das ist doch Wahnsinn. Es geht um den Kohlenstoffhandel und dann darf es nicht erwähnt werden. Warum wird es nicht erwähnt? Weil es 3-4 Länder gibt, die gesagt haben, wir sind gegen diesen Handel und wenn das Wort auftaucht, dann stimmen wir nicht zu. Also hat man eine Formulierung gefunden, dass alle wissen, worum es geht, aber man hat das Wort vermieden. Viele Formulierungen wurden so gewählt, damit Obama unterschreiben konnte und nicht der amerikanische Senat zustimmen musste. Das ist hohe Kunst gewesen, aber aus der Distanz sieht das natürlich ewiges Gerede und sich nicht klar ausdrücken aus. Und dass das überhaupt funktioniert hat, lag eigentlich ganz wesentlich an den Franzosen. Ich glaube, kein anderes Land hätte sowas hingekriegt. Niemand hat so eine tolle Diplomatie.
die haben von allem Anfang an intensiv Leute diskutieren lassen. Und weil es halt Frankreich ist, gibt es gutes Essen und schöne Schlösser. Das heißt, die Arbeitsgruppen wurden in die schönen Schlösser gelegt. Wenn jemand besonders schwierig war, dann gab es ein besonders tolles Abendessen und die Person ist zum Vorsitzenden von einer Arbeitsgruppe ernannt worden. Wenn eines der lateinamerikanischen Länder sich nicht mehr bewegt hat, ist sogar der Papst eingeschaltet worden. Dann hat der Papst einen Anruf nach Ecuador gemacht und hat mit dem Präsidenten geredet und gesagt, sie sollten sich doch noch mal überlegen, ob sie nicht mitgehen wollen. Vieles davon ist nie öffentlich groß diskutiert worden, aber zeigt die Meisterschaft, mit der die Franzosen das gemacht haben, wie sie wirklich die ganze Weltgemeinschaft dazu gebracht haben. Es gibt ein gemeinsames Interesse, den Klimawandel in Grenzen zu halten. Und was müssen wir tun, um das hinzukriegen? Und selbst dieses gemeinsame Interesse ist ja nicht so gemeinsam. Die Saudis wollen so lange wie möglich Öl fördern und Öl verkaufen. Ob Putin tatsächlich sich sehr engagieren will, wer weiß es. Das heißt, wir haben ein Abkommen, das viele Schwächen hat, aber auch viele Stärken hat. Was steht da kurz drin? Der Temperaturanstieg soll unter 2 Grad gehalten werden. Und dann kommt was Neues, das sagt, jedes Land bestimmt selbst, was es tun soll. Die Idee vorher war, wir bestimmen von oben herab und sagen jedem, wie viel er noch ausstoßen kann. Das war das Kyoto-Protokoll und das, was man später verhandelt hat. Und wie man weiß, niemand von uns mag es, wenn man einem sagt, du machst jetzt das. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man jedem Land sagt, du musst um 5 Millionen reduzieren, im anderen Land um 3 Millionen, dann fängt die Frage an, was ist eigentlich gerecht? Weil dann sagen die Inder, naja, wir sind so arm, unsere größte Priorität ist erst die Armut zu überwinden. Und die Chinesen sagen, ja, wir stoßen viel aus, aber die Amerikaner und die westlichen Länder haben ja schon seit 100 Jahren, wir haben also einen Nachholbedarf. Und so geht das immer weiter. Oder in kälteren Ländern sagt man, naja, wir haben andere klimatische Bedingungen, wir können nicht mit dem gleichen Energieverbrauch leben, wie ihr das könnt. All diese Schwierigkeiten bestehen und deswegen war auch der Versuch, von oben herab zu sagen, was jeder tun darf oder nicht mehr tun darf, zum Scheitern verurteilt. Und das Neue in Paris ist zu sagen, jedes Land bestimmt selber, was sie tun, aber damit das auch langfristig zum Erfolg führt, trifft man sich alle 5 Jahre. Man vergleicht erst, was jedes Land macht, und dann geht jedes Land wieder zurück und verstärkt, was sie machen. Das ist so ein Prozess, dass man zunehmend stärker wird. Und das Interessante, was ich wirklich interessant finde, ist, dass das auch ein Modell sein kann für Politik generell. Dieses nicht von oben herab Ziele zu geben, das Ziel ist, unter den 2 Grad zu bleiben, aber von unten herauf die Eigeninitiative nicht zu beschränken und auch auf den guten Willen zu bauen. Das ist also das Neue, und dass es so weit gekommen ist, dafür hat es auch ein paar Helden gegeben. Einmal, wie ich schon sagte, die französische Diplomatie. Ich glaube auch, dass unsere Bundeskanzlerin zu den Heldinnen gehört, denn sie hat sich seit 20 Jahren dafür eingesetzt, auch wenn wir Umweltschützer sie immer wieder heftig kritisiert haben, dass sie zu wenig getan hat. Auch das ist fast unvermeidlich. Ich kann ja auch verstehen, dass in einem Autoland wie in Deutschland der oder die Bundeskanzlerin auch die Interessen der Autoindustrie oder die Interessen des Landes an einer starken Industrie vertritt und ausgleichen muss mit anderen. Ich glaube auch, dass Organisationen wie Greenpeace und viele andere dazu beigetragen haben und die Wissenschaft natürlich auch. Warum es trotzdem geklappt hat, hatte noch ein paar andere Gründe. Da war einmal Obama, der ganz wichtig war und sich mit den Chinesen zusammengesetzt hat.
warum der Vertrag, der gilt ja schon, so schnell ratifiziert worden ist, das hängt an Präsident Trump. Als er nämlich gewählt worden ist, haben alle Angst gehabt, dass es torpedieren kann. Und deswegen haben viele Länder ganz schnell gesagt, wir unterschreiben jetzt. Also ohne es zu wollen, hat er einen ganz wichtigen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Sonst hätte sich das noch länger hingezogen. Die Frage ist, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, das sind wir. Aber die Geschwindigkeit reicht bei weitem nicht aus. Wir steuern, das ist nicht ganz einfach zu sagen, aber ich denke so, wir steuern auf eine Erwärmung von ungefähr 3 Grad zu. Das 3 Grad, zumindest wenn man so in gemäßigten Regionen lebt wie bei uns, kommt einem nicht so wahnsinnig viel vor. Aber ich glaube, so langsam bekommen wir auch ein Gefühl dafür, dass sich das Klima ändert und dass die Folgen ziemlich gravierend sein können von solchen Klimaänderungen. Was man auch nicht, und wir hatten natürlich in der Erdgeschichte viele Perioden, in denen die Temperatur mal um 3 Grad hoch und dann auch wieder runtergegangen ist. Aber wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Wir leben in einer Zeit, wo auf der Erde 7 Milliarden Menschen wohnen. Viele davon wohnen da, wo sie eigentlich nicht wohnen sollten. Wir wohnen in Flusstälern, die schon natürlicherweise hochwassergefährdet sind. Und anders als bei uns, wo man im Laufe der Zeit eben auch Hochwasserschutz auch nicht immer so ganz erfolgreich gemacht hat, ist es in vielen Teilen der Welt nicht der Fall. Als vor letztes Jahr, glaube ich, das Hochwasser, die Hochwasser hier waren, bin ich mal von Ochsenhausen Richtung Maselheim zum Beispiel gefahren und habe mir so das angeschaut. Nach 2 Wochen nach dem Hochwasser. Und es fiel mir so richtig auf, da sieht man fast nichts mehr. Man konnte es schon noch sehen, aber in Maselheim zum Beispiel sagte mir jemand, wie hoch das Wasser stand. Und dann sagte ich, aber da müsste man doch eine Dreckspur sehen. Warum ist das nicht so? Dann sagte die, ja, die haben alle ihren Kercher im Keller und haben die Wand abgespült. Ja. Aber was man eben auch sieht, etwa im Vergleich zu anderen Ländern, wir haben eine funktionierende Feuerwehr, wir haben eine funktionierende Gemeinschaft, dass man sich hilft. Und das waren keine Hochwasser, wie wir sie aus anderen Teilen der Welt kennen. Aber wir sind in der Lage, mit so etwas umzugehen, sogar sehr gut umzugehen. Und gerade im Vergleich, wenn man das in den anderen Ländern gesehen hat, was nicht da ist, schätzt man das umso mehr. Aber die 3 Grad werden trotzdem eine ziemliche Herausforderung sein. Trotzdem denke ich, gibt es keinen Grund, nur pessimistisch zu sein. Aus vielen Gründen. Das erste ist, dass ob wir pessimistisch oder optimistisch sind, ändert gar nichts. Und ich glaube, es lebt sich besser, wenn man optimistisch ist. Ich wundere mich auch, ehrlich gesagt, warum wir in diesem Land so pessimistisch sind. Ich wundere mich darüber, wie viele Leute sagen, so schlimm war es noch nie, so schlecht ging es uns noch nie. Ich glaube, das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir leben in einem sicheren Land. Ja, wir haben Probleme. Wir haben nicht die beste Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt. Wir haben eine Bürokratie, die manchmal zu viel ist, aber die funktioniert. Wenn Sie in einem Land leben, wo man keinen Behördengang machen kann, ohne nebenher auch noch einen Schein in der Tasche zu haben, damit es schneller geht. Wenn Sie eine Steuererklärung abgeben und nicht wissen, was herauskommt am Ende, dann schätzen Sie, was eine funktionierende Bürokratie ist. Und sie ist ja auch besser geworden. Früher ging man auf eine Behörde und musste stundenlang warten. Heute kann man Termine machen, man kann es elektronisch vieles machen. Nicht so gut wie in anderen Ländern. Die Holländer sind viel besser als wir zum Beispiel. Ich habe lange auch in Amsterdam gelebt und ich sage Ihnen ehrlich, es fiel mir leicht, obwohl ich kein Holländisch war, meine Steuererklärung auf Holländisch auszuführen als im Deutschen. Es ist ein einfacheres System. Und bei uns kriegt man immer ganze Gesetzestexte zitiert.
In Holland steht da, das ist ganz einfach. Und ganz unten steht noch, aber pass auf, es gibt noch ein paar Sachen zu bedenken. Also es ist nicht alles perfekt bei uns, aber es ist nicht so schlecht. Und ich glaube deswegen, gerade weil es uns ja nicht so schlecht geht, haben wir Grund, optimistisch zu sein. Gerade deswegen, weil wir viel gemacht haben, weil uns das ja auch gut getan hat, sollten wir mehr davon machen. Warum kann man optimistisch sein? Das eine ist, dass erneuerbare Energien nicht nur konkurrenzfähig geworden sind, sondern dass sie in vielen Ländern inzwischen billiger sind. Dass das so ist, hat sehr viel mit Deutschland und dem EEG zu tun. Und das EEG hat viele Schwächen, aber ohne das EEG hätten sich die erneuerbaren Energien in der Welt nicht so durchgesetzt. Die jüngsten Auktionen in Afrika zum Beispiel oder Lateinamerika oder Asien führen typischerweise dazu, dass dort ein Preis von ungefähr 3 Cent pro Kilowattstunde herauskommt. Dafür wird Strom geliefert. Nun, wir als reiches Land, wir können uns leisten, ob das immer gut ist, das so zu machen, aber wir können uns einen relativ hohen Strompreis leisten. In Afrika, in Asien und Lateinamerika wird niemand erneuerbaren Strom kaufen, wenn er teurer ist als das andere. Aber inzwischen ist es billiger. Deswegen wird sich die erneuerbare Energie weltweit durchsetzen. Das gilt für Solar, das gilt für die Windenergie. Also im Energiesektor sind wir auf einem guten Weg. Das andere, was passieren wird, ist die Elektromobilität, die, glaube ich, sehr viel schneller kommen wird, als wir uns denken. Die kommt nicht wegen dem Klimawandel, sondern die kommt, weil es einen weltweiten Wettbewerb zwischen den Automobilunternehmen gibt. Die kommt auch, weil zum Beispiel ein Land wie China Elektromobilität vorantreibt. Die machen das auch nicht wegen dem Klima, die machen das wegen der Luftverschmutzung und sie machen das, weil sie die führende Automobilnation der Welt werden wollen. Vieles, was in China passiert, ist großartig, aber es ist fast immer getrieben vom Eigennutz. Es ist getrieben davon, bei den erneuerbaren Energien und im Automobilsektor die Nummer 1 zu werden. Das ist für uns als Industrieland eine große Herausforderung, um die wir uns, glaube ich, sehr viel mehr kümmern müssen, als wir das bisher tun. Also diese beiden großen Trends, nämlich im Energiesektor und im Automobilsektor, die wie gesagt gar nicht so sehr vom Klima getrieben sind, sondern von wirtschaftlichen Faktoren. Erneuerbare Energien sind billiger und die Elektromobilität wird kommen, weil sie eben getrieben sind von wirtschaftlichen Überlegungen. Deswegen geht es auch schneller. Man kann große Probleme nicht allein mit gutem Willen und mit ethischen Überzeugungen verändern. Es muss auch sich rechnen. Und damit will ich noch ein paar Worte zur Wasserkraft sagen. Es ist diese erneuerbar und schon daher gut. Aber man sagt ja, und ich habe das heute ja auch mehrmals gehört, sie wird auch angegriffen. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, jede Art von Energieerzeugung hat ihre Nebenwirkungen. Es gibt keine Energieerzeugung, die sanft ist, die niemand wehtut, die die Natur nicht irgendwie beeinflusst. Es stimmt, Windkraftanlagen können tödlich sein für Vögel. Es stimmt, dass es nicht immer schön aussieht, wenn Dächer zugepflastert sind mit Photovoltaik oder gar ganze Wälder zugepflastert sind. Stimmt. Aber es stimmt auch, dass Millionen von Menschen an Luftverschmutzung durch Kohlekraftwerke gestorben sind. Nicht zu reden von den Arbeitern, die die Kohle gefördert haben. Es stimmt auch, dass die Atomkraft mindestens 2 riesige Unfälle, nämlich in Tschernobyl, wir haben gerade den Jahrestag gehabt am 26. gestern, vorgestern, in Tschernobyl und Fukushima.
Wenn man möchte, dass man eine saubere, verlässliche, klimaverträgliche Energieerzeugung braucht, dann muss man auch in Kauf nehmen, dass jede Art der Energieerzeugung auch ihre Nachteile hat. Auch die Wasserkraft hat gewisse Nachteile. Das ist erwähnt worden. Ich kenne mich nicht sonderlich gut aus, aber ich finde die Nachteile im Verhältnis zu den Vorteilen wiegen gering. Ich denke, dass sie unter den Erneuerbaren, die kleine Wasserkraft, unter den Erneuerbaren eine durchaus gute und positive Rolle spielt und auch spielen sollte. Nun wird ja oft gesagt, ja, das ist nur so ein kleiner Beitrag. Und ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher und auch ein falscher Satz. Denn alles, fast alles, ist ein kleiner Beitrag. Wenn man mit Firmen redet, wenn man mit den Luftfahrtunternehmen redet, dann sagen die, ja, wir machen ja nur 6% von den Emissionen im Mobilitätsbereich aus. Es gibt ja die Autos und die Lastwagen, da kann man doch von uns nicht verlangen, dass wir das als Erste aufgreifen. In Deutschland gibt es Leute, die sagen, wir machen ja nur 2% der globalen Emissionen aus. Es hilft ja gar nichts, wenn wir allein das machen und die anderen das nicht machen. Die Inder sagen, ja, wir sind groß, aber wir haben einen riesigen Nachholbedarf. Und wir verbrauchen pro Kopf viel weniger als die anderen. Und so kann man immer weitergehen. Jeder Einzelne kann sagen, das ist zu wenig. Die Lösung des Klimaproblems ist nicht eine große Lösung, sondern es sind viele und im Vergleich zum Gesamtproblem immer kleine Beiträge. Und deswegen ist die Aussage, Wasserkraft ist nur ein kleiner Beitrag, ist irreführend, ist falsch. Sie wird nicht alle Energieprobleme dieses Landes lösen. Aber nichts wird alle diese Probleme lösen. Und wenn jeder sich darauf zurückzieht, ich bin zu klein, dann passiert zu wenig davon. Deswegen, denke ich, sollten Sie mit allem Selbstbewusstsein auch sagen, ja, es ist klein, aber es ist eine saubere Energie, es ist ein wertvoller Strom, weil sie kontrastfähig ist, es hat Nachteile. Aber die Nachteile sind im Verhältnis zu dem Nutzen, wenn man es abwägt, gegeneinander akzeptabel. Und weil, was ich erwähnt habe, was positiv ist, dass es wirtschaftliche Gründe gibt, die den Kampf gegen den Klimawandel im Moment vorantreiben, denke ich, dass sie durchaus mit gutem Gewissen Geld verdienen dürfen für eine gute Sache. Dankeschön. So, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, ganz grob, na, wie soll ich das sagen, Gegenthese zu Paris. Paris hält die Welt auf, weil das Tempo bei diesen internationalen Konferenzen, Sie haben es ja angesprochen, bestimmt der langsamste. So viel Zeit haben wir nicht mehr, ist der langsamste auf der Welt auch kapiert, dass man handeln muss. Ich kritisiere Paris, weil es unzulängliche Ziele hat. Mit den Zielen von Paris kann man die Welt auch nicht retten. Und diese Ziele sind nicht mal verbindlich. Und ich glaube, entscheidende Wendungen kommen tatsächlich nur aus den einzelnen Nationen heraus, so wie wir es in Deutschland als Pionier vorgelegt haben mit diesem EEG. Das war ein geniales Instrument und ohne dieses EEG wären wir in die Massenproduktion, in Skaleneffekte und den ganzen Kram gekommen und heute eben wird Photovoltaik für 3 Cent produziert. In Saudi-Arabien ging gerade ein Projekt über den Tisch, Freiflächenanlage für 1,5 Cent, für 1,6 Dollar Cent. Und da verdient noch einer Geld mit. Also so schissen billig wird die Technologie, dass es inzwischen jeder nimmt. Also jeder muss sich noch rechtfertigen, oder muss sich heute rechtfertigen, wenn er einen Kohlekraftwerk baut, weil es einfach viel zu teuer ist. Und ich glaube, das bringt die entscheidenden Wendungen. So, jetzt habe ich aber immer noch auf Ihre Meldungen und Ihre Fragen. Weil es ja nicht ganz viel gespräch wird. Bitte schön, hier ist ein Mikro. Noch ein bisschen sammeln. Das
Gut, mein Name ist Frank. Ich hätte vielleicht keine Frage, sondern eher noch einen kleinen Beitrag. Und zwar wurde jetzt immer über den Klimawandel gesprochen und sozusagen, dass das sehr stark mit dem Energiebedarf zusammenhängt. Wenn wir zurückschauen, Sie haben gerade selber gesagt, vor 10.000 Jahren war die Eiszeit vorbei, die letzte. Es gibt da, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt so ein paar Grafiken, die gehen noch ein bisschen weiter zurück, die zeigen so, dass die letzten 100.000 Jahre oder alle 100.000 Jahre wir solche Zyklen haben. Das heißt also, da war die menschliche Bevölkerung, glaube ich, noch auf einem sehr niedrigen Energiebedarf. Und wir haben trotzdem diese Zyklen gehabt, wo wir Temperaturanstiege hatten, wie wir sie heute auch haben. Und ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können. Das ist eher das eine. Und das andere ist, wir dürfen bei allem nicht vergessen, dass hinter dieser Diskussion Klimawandel auch steht, eben das Energieproblem. Und zwar das Energieproblem, dass wir für die fossilen Brennstoffe, Gas, Öl, Kohle, nur eine begrenzte Verfügbarkeit haben. Und das betrifft nicht nur sozusagen die energieliefernden Stoffe, sondern es trifft noch einen anderen Stoff, der für unsere Ernährung wichtig ist. Das ist der Phosphor. Und um diese vier Stoffe, das ist leider meine pessimistische Einschätzung, wird es nicht nur Politiker geben, die darüber hin und her diskutieren, was können wir machen, sondern es wird ganz hart zur Sache gehen mit den neuesten Waffen und um an diese Quellen ranzukommen, um die landwirtschaftliche Produktion in den Ländern zu sichern oder in den Regionen zu sichern. Danke. Danke für Ihre Frage. Wollte nicht sagen, 3 Grad sei nichts, wollte nur sagen, bei uns wirkt sich das weniger stark aus als in anderen Teilen. Ihre Kritik an dem Pariser Abkommen ist vollkommen richtig, nur das ist die Welt, in der wir leben. In einer Welt, in der Regierungen nach wie vor wichtig sind, denn wenn es sie nicht gäbe, wenn sie nicht miteinander reden würden, wäre es noch viel schlimmer als das. Es geht langsam und es geht in vieler Hinsicht geht es auch schneller, als man angesichts der Schwierigkeiten erwarten könnte. Und dass die Umsetzung davon, es ist nicht nur eine Sache. Jetzt fängt es so allmählich an, dass im Finanzbereich Klimarisiken mit einbezogen werden. Im Moment geht das nur freiwillig, dass Banken sagen, wir haben hier ein grünes Produkt und da ein grünes Produkt. Der Trend. Es gab erst vor 2 Wochen in Amsterdam eine Sitzung von Regulatoren im Finanzbereich. Der Trend geht dahin, dass ein Unternehmen in der Bilanz ausweisen muss, was die Risiken sind, die mit Kohlenstoff in Verbindung stehen. Also muss ein Unternehmen nachprüfbar sagen, etwa BP oder Shell, so sieht unser Geschäftsmodell in Zukunft aus. Muss auch ein Automobilunternehmen sagen, wie stellen wir uns vor, ob wir unsere traditionellen Autos nach wie vor in 10 Jahren verkaufen könnten. Also es geht nicht nur darum, nicht mehr nur, dass ein Unternehmen sagt, wir sind auch besorgt um den Klimawandel, sondern es wird ein hartes Thema. Es wird in heller und pfennig die Risiken abgelegt. Und in dem Augenblick hat es auch Erfolg. Aber es wird nicht von heute auf morgen, es wird nicht über Nacht gehen. Es ist ein mühsames Geschäft, das man dabei tun muss. Und wenn man so sieht, auf was in vielen Ländern passiert, Beschlüsse wie Paris haben Folgen. Die haben Folgen für die Weltbank, die eben keine Kohlekraftwerke mehr finanziert, wie sie das jahrzehntelang gemacht haben. Auch für andere Entwicklungsbanken. Die haben Folgen für die Entwicklungshilfe. Das sind alles viele kleine Schritte. Das geht alles zu langsam. Sie sind auch nicht, sind sie verbindlich oder nicht? Das ist eine schwierige Frage. Alles internationale Recht lebt davon.
Wir haben die Erklärung der Menschenrechte, wenn man die Erklärung der Menschenrechte liest und die Länder, die Mitglied in der UNO sind, dann dürfte es den Syrienkrieg nicht geben, dann dürfte in der Türkei das nicht passieren. Trotzdem ist es gut, dass es das gibt. Es gibt eben keine Weltmacht, die eingreift, wenn die Menschenrechte verletzt werden oder wenn die Klimaziele nicht eingehalten werden. Aber im eigenen Interesse und durch gegenseitigen Druck und zusammenzusitzen und fragen, was macht ihr? Und warum habt ihr nur so viel erreicht? Ist das Beste, was wir im Moment haben. Und das ist nicht so schlecht, denn es ist ein Problem, das die Menschheit noch nie vorher im gleichen Maß gehabt hat. Das wirklich eine Frage von ganz globalem Maßstab ist. Nun sagten Sie, es gab immer diese Zyklen der Temperatur, stimmt natürlich. Ja? Wir können also einen Eiskern nachweisen, dass die Temperatur auf der Welt kräftig hin und her gegangen ist, in Eiszeiten, wo gab auch Zeiten, wo diese Gegend hier unter Eis stand. Der große Unterschied ist, dass sich das über Zehntausende von Jahren hingezogen hat. Jetzt sprechen wir von 50, 100 und 150 Jahren, wo solche Änderungen sind. Und die Anpassungsfähigkeit und diese in der Vergangenheit, etwa in der letzten Eiszeit lebten weltweit, ich glaube, weniger als 100 Millionen Leute. Vielleicht waren es auch nur 10 Millionen Leute. Die konnten auch, sind woanders hingezogen. Wir sind nicht mehr in der Situation, wo es viel Platz gab, sondern wo man einfach ausweichen konnte. Und gerade dieser enorme Druck, der auch von der Bevölkerung herkommt, sollte uns dazu bringen, mit dem Klimaproblem so schnell wie möglich das anzugehen. Und ich weiß, es ist, also wenn man kann sich die Geschwindigkeit des politischen Prozesses anschauen, man kann sich anschauen, wie viele Gegner es noch gibt und wie schnell es passieren sollte, und dann kann man deprimiert werden. Aber es hilft uns nichts. Oder man sieht die positiven Zeichen, und wie gesagt, es gibt Technologien, die jetzt nicht nur theoretisch existieren, sondern die konkurrenzfähig sind, das wird ein starker Treiber sein. Es gibt viele Leute, viele Regierungen, auch Gemeinden und Städte, die was machen. Herr Braun hat es gesagt, dass man das, wo er ein Vorkämpfer war, das ist heute in fast jeder Gemeinde gang und gäbe. Als ich angefangen habe bei Greenpeace, war ich im Oberschwäbischen, also so in den 70er und 80er Jahren, war man da schon ein bisschen ein Schwimmer, wenn man das hat. Heute passiert es mir dann nicht mehr, dass ich so, weil eben viele Leute inzwischen gemerkt haben, wie wichtig das ganze Thema ist. Und deswegen, weil ich auch die Veränderungen bei uns, aber weltweit gesehen habe, bin ich vorsichtig optimistisch und denke aber auch, dass es ja eine Chance ist. Also wenn ich an junge Leute denke und wenn wir, ja, viele von ihnen sind in meinem Alter so ungefähr, wenn wir den jungen Leuten immer sagen, wie schlecht alles ist und dass es gar nicht gut ausgehen kann, was geben wir denen mit? Wir könnten ihnen doch auch sagen, welche Chancen wir haben. Wir könnten ihnen doch auch sagen, welche Probleme sie lösen müssten, wo wir nicht weitergekommen sind. Ich finde das so schade, wenn man junge Leute deprimiert, anstatt sie ermutigt. Wir haben ja die besten Voraussetzungen. Wir sind einigermaßen reich, wir haben nach wie vor ein gutes Ausbildungssystem. Dass wir uns darauf einigen, wo sind die Probleme und wo ist was zu tun, anstatt ständig drüber zu schimpfen, wie schlimm alles ist. Und ich glaube, also, ich frage mich immer, warum ist das so? Und dann denke ich mir, eines hat sicher damit zu tun, dass wir anders als früher wissen wir immer, was auf der Welt passiert, und vor allem sehen wir das. Und wenn man das sieht, was alles passiert, dann denkt man, das ist ja ganz schrecklich. Aber vor 50 Jahren haben wir es nicht gesehen, vielleicht ein bisschen was gelesen. Und wir sprechen als Menschen natürlich viel stärker darauf an, was wir sehen, als das, was wir lesen. Und drum meint man manchmal, die Welt sei am Ende. Ist sie aber nicht. Herr Dr. Leipold. Erstens, wir hören immer wieder von Fachexperten wie Ernst Ulrich von Weizsäcker oder von Ihnen,
Wasserkraft ist im Prinzip naturverträglich. Was sollen wir Kleinwasserkraftler hier in Baden-Württemberg da tun, damit das nicht nur wir wissen, sondern dass das zum Beispiel auch Umweltminister Franz Untersteller weiß oder ja, dass das die Medien wissen, dass das die Öffentlichkeit weiß, wer auch immer das sein mag? Das ist Frage 1. Frage 2, wir haben uns schon mal ein Wasserkraftwerk bei Ihnen in Rot an der Rot unterhalten über Steigerungsmöglichkeiten aus Wasserkraft, weil ja manche behaupten, da geht nichts mehr, da ist alles ausgebaut. Und Sie haben gesagt, das halten Sie für Blödsinn, ob Sie da vielleicht nochmal ein, zwei Worte sagen können. Und das Dritte ist, wir haben ja seit gefühlt 2, 3 Jahren in Deutschland in der öffentlichen Diskussion eine Bedrängnis, dass immer mehr fremde Leute ins Land kommen. Und manche reden von Flüchtlingskrise, habe ich zwar weit übertrieben, aber jedenfalls ist es an den Stammtischen und so weiter im Gespräch. Und meine Frage wäre, es gibt ja das schöne Wort von der Fluchtursachenbekämpfung. Was können denn Ihrer Meinung nach erneuerbare Energien dazu beitragen, dass die Leute, die heute zu uns kommen, gar nicht ihre Heimat verlassen müssen? Danke. Mein Name ist Gerhard Bauer. Sie haben so visuell gesprochen über Temperaturveränderungen. Vor 100 Jahren gab es auch eine Temperaturabsenkung. Aus diesem Grund ist die Universität Hohenheim gegründet worden, um die Ernährung zu verbessern. Wir haben heute eine ganz kleine genetische Vielfalt. Unsere Systeme sind sehr sensibel. Dann Ihr Ausblick auf China. China war mal eine große weltführende Nation, ist trotzdem abgestürzt. Also erwarten Sie nicht da unbedingt Innovationen. Und dann die Geringschätzung der Wasserkraft. Wir sollten uns mal überlegen, 500, 600 Jahre zurück, was waren wir denn überhaupt? Wasserkraft war die einzige Energie. Aus dieser Energie entstanden heute hochtechnisierte Anlagen, die ganze Maschinenverarbeitung. Gehen Sie nach Ravensburg, gucken Sie mal dort die Kulturgeschichte an. Weltfirmen oder Automobilproduzenten sind aus dieser popeligen Wasserkraft entwickelt. Also ich glaube, da muss man mal sich zurückbesinnen, wo waren wir früher, wo sind wir heute. Weil das ist, die Konzerne, auch wenn sie noch so groß sind, bringen keine Veränderung. Bringen nur eine Struktur, also eine Verstärkung, aber die Innovation kommt aus mittelständischen Unternehmen. Können Sie kurz das Verständnis wecken, was ich Ihnen vorschlagen würde, wenn Sie Ihre nächste Tagung machen, laden Sie 20 Vertreter von Verbänden ein und machen ein paar runde Tische, um darüber zu reden. Dass Sie die Argumente besser verstehen und dass die andere Seite Ihre Argumente versteht. Und wenn Sie das machen, haben Sie sogar eine Chance, dass die Medien sich mehr dafür interessieren, haben Sie eine Chance, dass man sich damit auseinandersetzt. Sie werden nicht über eine Diskussion erreichen, dass plötzlich alle einer Meinung sind. Aber das ist ein Fall in Ihrem Fall, und ich stimme auch zu mit dem, was Ilmar Braun gesagt hat, dass manchmal diese Bürgerbefragungen ein Ausmaß annehmen, dass dann gar nichts mehr passiert. Aber dieses Gespräch in Ihrem Fall, wo Sie sich unverstanden und in der Ecke fühlen, das würde ich suchen. Und das durchaus bei so einer Veranstaltung und wie gesagt, 20 Leute einladen und an verschiedenen Tischen, sodass auch alle zum Reden kommen. Das ist medienmäßig interessant, bringt Sie vielleicht weiter und ist auch ein Weg, dann vielleicht so manche von den Verbänden zu beeinflussen, aber vielleicht auch Sie zu beeinflussen dabei. Steigerungsmöglichkeiten, das wissen Sie alle viel besser. Natürlich sind viele von den Anlagen, die heute noch laufen, für einen anderen Zweck gebaut worden, um ein Sägewerk oder andere Industriebetriebe zu betreiben. Wenn man eine Turbine hätte, die ideal für die Stromversorgung ist, würde man da mit einfachen Modifikationen, so wie ich gehört habe, einiges erreichen. Ich bin Vorsitzender des Hochschulrates der Hochschule in Biberach, die sich auch mit Energiethemen beschäftigen. Und die sagen das natürlich auch, dass man allein durch die Modernisierung belegt, bestehende Anlage sehr viel erreichen könnte, die allerdings mit über, und wir hatten auch da ein Beispiel davon gehört, wenn natürlich sind Kleinanlagen, wenn die Auflagen so hoch sind, dann lohnt sich das einfach nicht und kann nicht passieren.
Fluchtursachen bekämpfen, das ist eine schwierige Sache. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir heute schon viele Umweltflüchtlinge haben, beziehungsweise glaube ich, dass die Fluchtursachen immer eine vielfältige Ursache haben. Was man nicht vergessen sollte, ist, dass typischerweise die, denen es noch ein bisschen besser geht, eher weggehen irgendwo. Den ganz Armen in Afrika zum Beispiel sind nicht mobil. Die, denen es besser geht, sind mobil. Die, denen es relativ noch am besten geht, können das Land verlassen. Diejenigen, denen es nicht ganz so gut ist, die fliehen im Land und andere haben keine Möglichkeit dafür. Und dass da gerade in Afrika die Änderung der Anbaugebiete, die durch auch klimatisch betont sind, große Folgen hat, dass das, was schon massenhaft passiert, dass etwa die Golfstaaten, aber auch Fonds hier in Europa sich massenhaft schon Land aufkaufen mit der Aussicht, dass es Ackerland wird oder mehr benötigt wird, das denke ich, das kann zu einer zukünftigen Fluchtursache werden. Und die Überlegung ist ja ganz einfach, die Weltbevölkerung wird nach wie vor steigen. Einige traditionelle Anbaugebiete werden weniger produktiv sein. Wenn ich genug Geld habe, und es gibt genug Geld in der Welt, dann kaufe ich mir jetzt schon Land, von dem ich mir erwarten kann, dass es in 10, 20 oder 40 Jahren produktiv wird. Es ist vielleicht nicht besonders ethisch, das so zu tun, aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine rationale Entscheidung. Was die, ja, China hat ein Auf und Ab erlebt. Ich glaube, gerade weil sie das Auf und Ab so erlebt haben, deswegen ist das Land so interessiert, wenn man, ich denke, was man da berücksichtigen muss, dass eigentlich China 100 Jahre lang auch in einer Bürgerkriegssituation gelebt hat, mehr oder weniger von 1880 bis 1965 oder sogar 70, wenn man die Kulturrevolution mit einbezieht. China hat offiziell 90 verschiedene Sprachen und ethnische Gruppen. Wenn das Land zerfallen würde, wären die Folgen für viele dieser Gruppen absolut fatal. Damit will ich nicht verteidigen, was die chinesische Regierung macht, aber dass sie den Anspruch hat, das Land zusammenzuhalten und dass dort auch vieles Gutes passiert. Ich bin regelmäßig und auch jetzt noch reise ich regelmäßig nach China, ist eindrucksvoll, was dort passiert. Aber auch wirklich als Konkurrenz zu uns und es ist nicht immer freundlich, was da passiert. Geringschätzung der Wasserkraft, ja. Sie wird viel zu wenig geschätzt, gerade die kleine Wasserkraft, für die Sie reden. Wir reden ja alle nicht von Riesendämmen irgendwo auf der Welt. Ich hoffe, dass Sie dazu was beitragen können, dass sich das ändert. Denn es ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag, damit der Kampf gegen den Klimawandel gewinnt. Auch, und auch da stimme ich zu, natürlich ist die Wasserkraft auch Teil unseres kulturellen Erbes. Wenn man schaut, wo heute Industrieunternehmen sind, dann sehen Sie, haben die vielfach ihren Anfang an irgendeinem kleineren oder größeren Fluss, einem Fluss, wo Energie herausziehen konnte. Das sieht man heute noch, wenn man die Industrielandschaft gerade in Süddeutschland anschaut, eine ganz enge Verbindung zwischen Wasserkraft und industrieller Entwicklung. Und manches, was da geschaffen worden ist, manchmal mit dem Preis für die Natur, aber ist inzwischen auch ein Kulturdenkmal. Dankeschön. Herr Gerd Seiberg, herzlichen Dank für Ihre Inspiration. Das war großartig. Noch einen letzten schönen Applaus für ihn, bitteschön, und dann.